Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Wir haben, oder ich habe mir einen neuen Spieler gekauft. Es sind die Weekend League Belohnungen von der letzten Woche da und vom letzten Monat. Richtig geil. Und ich habe dreimal die Chance genutzt, als alle 19 Uhr ihre Weekend League Belohnung aufgemacht haben, habe ich die Chance genutzt und dreimal den Chemistry Style Shadow abgestaubt. Zwar jeweils nur für 5000 Coins, also kein Schnäppchen gemacht, aber ich habe ihn jetzt dreimal. Das ist schon mal ziemlich cool. So, ein Trikot Champions Gold und ein Gold Foot Champions Set. Ich bin ja mal gespannt. Das Trikot sah ganz okay aus. Foot Champions Weekend League, die kennen wir ja, die Belohnung. Ja, das machen wir zuerst auch. Ich würde sagen, wir machen wieder als. Nee, nicht verkaufen. Ich würde sagen, wir machen wieder als letztes die. Oh, was ist denn die Bedingung gerade? Es gibt keine, aber wir bekommen auch nur 2000 Coins. Mal kicken, was nächste Woche so ansteht. Spieler aus derselben Liga, maximal 5 in der Startelf und Auswechslung. Rotz. Das wusste ich. Gibt keine. Gibt keine. Ah, Weekend liegt noch nicht, ist noch nicht fest. Die übernächste, okay. Wir machen wieder die Monatsbelohnung, denke ich, als letztes auf. Und fangen an mit den kleinen Goldsets. Ja, ohne großes Trara. Wir kennen das Spiel. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch, was Krasses zu bekommen, falls doch. Ich habe auch einen neuen Spieler mir gekauft, aber das habe ich schon gesagt, ne? 81er, Jorginho, habe ich ja noch gar nicht auf dem Zettel gehabt. Guter ZM, würde ich sagen. Ja, solide. Zwar kein einziger Wert über oder auf 81, aber er wird auch nichts wert sein, das mal so nebenbei. 3,5. Oder man braucht ihn vielleicht gerade wieder für irgendeine Squad-Building-Challenge. Das kann natürlich sein. 2,8. Oh, das sieht doch ganz gut aus. Besser als gedacht. 2,8. Also sind wahrscheinlich gerade wieder irgendwelche Italiener gefragt. 2,8 habe ich gesagt. Also verstell ich ihn mal rein für 2,6. Das sollte dann auf jeden Fall verkauft werden. Das ist natürlich ein sehr guter Preis und muss mit irgendeiner Squad-Building-Challenge zu tun haben. Der ist halt keine 2,6 wert. Den wird es normalerweise zum Abschlusspreis geben. Geist sollte auch eigentlich zum Abschlusspreis unterwegs sein, oder? 1,1, 950, jo. Okay, das heißt, Italien ist gerade gefragt. 1,5, 1,2. Ah, zum Glück habe ich nachgeschaut, das dachte ich mir nämlich schon. Dass der dann wahrscheinlich auch was wert ist. Stellen wir ihn für, na, für 1000 rein. Hallo. So. Mal gucken, dann könnte ja auch der vielleicht. Torino ist doch auch italienische Liga, oder? 1, 2. Ach, was für ein Glück ich habe in den Packs. Die ganzen Spieler, die eigentlich nichts wert sind, sind etwas wert, weil sie in irgendeiner Squad-Building-Challenge gebraucht werden. Okay, 900 war das billigste. Stell ich meine mal für 800 rein. 800 ist immer noch ein guter Preis für einen. Nicht zählt den Spieler, den eigentlich normalerweise niemand haben will. Granfitter. Ich bin gerade dabei. Ich glaube zwar nicht, dass das wert ist, aber. 550. Nee. So, und die restlichen brauche ich gar nicht nach. Ja, vielleicht. Santos noch. Linksverteidiger. Brasilianischer Linksverteidiger aus der Bundesliga. 700. 450. Schade. Aber die Silberspieler werden mir mal nachgeschaut. 200, ach du Gott. Aber ihn gibt es nicht oft auf dem Transfermarkt, deswegen stelle ich ihn mal für 500 rein. Manchmal hat man halt Glück und die gehen dann weg irgendwann. Und ist das, was ist das hier? Das ist doch schon wieder italienische Liga. Ich habe aber gerade Glück mit der italienischen Liga. Ich glaube, der wird dann auch was wert sein, oder? 2000, 1, 2, 900, nee, der ist leider nichts wert. Schade, den braucht man dann wahrscheinlich nicht in dieser Squad-Building-Challenge. Ach ja, wir haben ja einen, ach verdammt, wir haben ja einen, haben ihn schon einmal, das heißt, wir müssen ihn verkaufen. 900 war das preiswerteste, 900, 750, alles klar, dann stellen wir ihn für 700 mal rein. Okay, nächstes kleine Pack. Come on, Baby. Wieder der Leer, bitte. Oder noch bessere Sachen von mir aus. Oh, Brasilianer. Zenit. 78er. Eieiei, da wird nichts wert sein.
Mauricio. 1,5, 1,1. Okay. 1.000, stellen wir immer rein für 900. Besser als nix. Leider keinen seltenen italienischen Spieler oder italienische Liga. 700, der ist nichts wert. Einhundert. 1.950, ja, da ist nichts wert. Okay. Waren Spanier auch noch irgendwie interessant? 2000, 1,9, 1,8. Ich wusste es, ich wusste es. Spanier sind auch interessant. Also, wir 1,7 reinstellen. Ich meine, der ist nicht selten. Oh mein Gott. Für 1700, das ist ziemlich viel. 600, nichts wert. Okay, Rotz. Oh, zwei Spanier, aber die spielen in Fremdligen, wie es aussieht. Das müsste ja auch Calcio sein, genau. So. Die restlichen muss ich leider nachschauen. 2,8, 900, 700, 450, okay, schade. 450, da wissen wir gleich Bescheid. Oh, 700, 600, oh, auch nichts wert. Eins, sechs, 700, 450. Und als letztes der Silberspiel. Jetzt kommt gleich das große Pack. Ich hoffe, wir haben wieder mal Glück. Wäre geil. 350, 200, 200. Okay, den gibt es relativ häufig. So, Freunde, großes Pack. Ich trinke nebenbei direkt mal einen Schluck. Komm schon, gib mir was Geiles, bitte. Komm, bitte, 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 bitte. Ach du Gott, 80er ist der Beste. 80er ist der Beste. Ach du Scheiße, das ist ein richtiges Dreckspack. Ach, da bin ich aber enttäuscht. Schade. Das gefällt mir gar nicht. 1,3, 1,2. 1,2. Okay, der ist mehr wert als gedacht. Bekommen wir wahrscheinlich für 1000 los. Halt. Ach, ist das bitter, Mann. Ich hatte gehofft, dass mal wieder was Geiles drin ist. 800, der ist nichts wert. Emenike, der war mal richtig geil drauf, aber hat anscheinend ziemlich abgebaut. Schade. Er hat auf jeden Fall mal in der russischen Liga gespielt. Ich glaube bei Spartak Moskau. Oder Spartak Prag. Ne, Spartak Moskau war das. Spartak Moskau. 1700. Vor allem war er damals richtig schnell und körperlich robust, aber ist er, glaube ich, immer noch körperlich robust. Aber nicht mehr so schnell mit 83 Tempo. So, das sind nicht viele Spieler, die können wir auch alle nachschauen. 150. Sind anscheinend alle gar nichts wert. Ich kann mich echt nur über die. Über die. Ach, 32 Tempo. Ach du Gott. 900. Kann mich nur über die Verträge und so freuen. Oh, 900 und das zweiteuerste 1,1. Okay. Nehmen wir 800, besser als nichts. So, der wird nichts wert sein, der Papadopoulos. Ich frage mich, wie viele Papadopoulos es in Griechenland gibt, aber wahrscheinlich ein sehr, sehr verbreiteter Nachname, Papadopoulos. 400, dachte ich mir schon. So, ein seltener Grieche mit ganz anständigen Werten für einen Silberspieler, Pelkas. Schauen wir mal. Der könnte was wert sein. 600, 350, what? Aber trotzdem, seltene Silberspieler stellt immer für 1000 rein, die gehen dann meistens auch irgendwann weg. Er hat halt echt nicht so schlechte Werte. Aber gut, schlechter Schusswert natürlich. 200. Ja, die ganzen Verträge sind natürlich cool. Außer den brauchen wir nicht.
dreimal Teamfitness ist natürlich auch nicht. Oh, Alter, wollen die mich verarschen? Schon wieder so eine beschissene Karte? Irgendwas mit RAV oder RV? Okay, dieses Mal RAV zu RV. Die ist, glaube ich, ein ganz kleinen Tick besser. Aber insgesamt habe ich immer RV zu RAV gehabt. Die ist totaler Schrott, weil die niemand braucht, verdammt. Ich verstehe nicht, warum sie die überhaupt noch drin haben im Spiel. Die könnten sie echt rausnehmen. Also das könnte man einfach so programmieren, dass es keine RAV-Position gibt. Man behandelt einfach eine RV-Position und eine RAV-Position genau gleich. Punkt auch Nikolaus. Und lass mich raten, jetzt ist natürlich die Teamtraining-Karte wieder total wenig wert. 1,3, ja, wobei ist der Preis gestiegen. 1,3. 1,3, da bekommen wir sie vielleicht für 1,2 los. 1,2, okay. 1,1. Kommen wir sie vielleicht für 1,1 los. Sieht gut aus. Ich stelle sie mal für 1,1 rein. Klar, ich könnte die jetzt auch in den eigenen Verein nehmen, aber wer weiß, wann wieder die nächste Weekend League kommt, wo wir nur mit einem Team spielen. Und dann kann ich mir die auch noch wieder kaufen. Also ich will jetzt nicht horten oder so. Ah nein, ich wollte sie anbieten. Außerdem bin ich gerade eh knapp bei Kasse. Ach nee, ich habe ja die 35.000 bekommen, stimmt. Und wie es aussieht, habe ich auch schon gerade welche von den Spielern verkauft, weil ich jetzt 37.000 habe. Och man, vor allem das Ding ist halt, die ist selten, ne? Dieser Positionsmodifikator RAV zu RV oder RV zu RV, da ist halt selten. Da nimmt einen Platz für eine seltene Karte weg, deswegen nervt das so. Maestro, die habe ich gerne, die behalten wir. Und Engine habe ich auch gerne. Guardian nehme ich so gut wie nie, aber. Naja, lassen wir mal. Und Nuha, da ist eh nichts wert, aber wir müssen ihn verkaufen, weil wir ihn doppelt haben. 1900, 700, ach ja, okay. 700, wir haben ja Glück, ansonsten stoße ich ihn irgendwann ab. Wird auch niemand kaufen, aber. Wir versuchen es einfach mal. Mit einem schwarzen Ball kauft auch eigentlich niemand, aber ich habe so viel Platz auf dem Transfermarkt. Dass mich das nicht stört, meine Liste mit so einem Quatsch zu verstopfen. So, das war's. Jetzt kommt das große Pack, wo natürlich, also das große Pack in Anführungsstrichen. Es sind ja bloß drei Karten drin, aber da kann halt richtig geiler Scheiß drin sein. Das sollte klar sein. Also, es braucht ja noch nicht mal da Überscheiß sein. Mir würde ja komplett schon reichen, wenn zum Beispiel sowas drin wäre wie Second Info Bentaleb, weil dann könnte ich halt meinen logischerweise verkaufen. Und könnte dann mit der Foot Champions Karte spielen, die einfach auch optisch besser aussieht. Komm schon, gib mir was Schönes, bitte. Ich will nur eine schöne haben. Komm, komm, bitte, komm, komm! Und, oh nein, Liverpool? Oh mein Gott! Ach du Scheiße! Das ist eine mega gute Karte. 87er Mané. Ah! Ah! Die ist krass. Oh, die ist krass. Mané finden halt alles so geil. Mané finden alles so mega übergeil. Ich meine, guckt euch die Werte auf der Karte an. Das ist auch schon die 100. Inform von ihm oder so. 99 Tempo. Was geht? 91 Dribbling. Oh mein Gott. 87 Schuss. What the 42 Defense, Wayne, 86 Pass, 86 Physis, alle Werte, die bei ihm interessant und wichtig sind, die sind halt einfach mal so massiv. Ach du, nein, Mann, muss das sein? Ich will aber keine so geile Karte in dem Club, den ich nicht spielen will. Also in der Liga, ach, jetzt bin ich ja fast schon gezwungen, mir ein Premier League Team zu bauen, weil alleine schon Mané halt so pervers abgeht. Ach du, also ich gehe mal davon aus. Ach du Gott, klar, den können wir jetzt als Wechselspieler nehmen, aber es ist halt fast schon verschwendet, den als Wechselspieler zu verwenden. Ach du Gott. Aber ohne Scheiß. Das ist eigentlich so eine Karte, wo ich halt gesagt habe, wenn ich eine richtig gerade krasse Karte bekomme, dann muss ich mir eigentlich ein Team darum aufbauen. Quintero Schrotz. Liga Di Maior, richtig geil. Und das ist zwar schon wieder einer, der in unsere Liga passen würde, aber. Kutre ist natürlich auch für uns Schrott. Ach du Scheiße, hat der perverse. Ich meine, ich kenne deine Ingame-Werte nicht, die werden natürlich krank sein, aber die werden auf der Karte jetzt schon. 99 Tempo, also man braucht nichts mehr machen beim Tempo, es ist halt schon bei 99. 91 Dribbling, 87 Schuss, 86 Pass, 86 Füße. Ich weiß nicht, was hat denn der für. Dreistern auf den Schwachen und er ist Rechtsfuß. Ja, den kann man logischerweise auch perfekt als RM benutzen. Das sollte klar sein. Super schneller, krasser, geiler RM. Also ich werde ihn erstmal als Wechselspieler benutzen, weil ich muss mal drauf klarkommen und mir überlegen, ob ich wirklich ein Team um ihn herum bauen will. Weil ich habe eigentlich wirklich, also ich habe ja jetzt auch, ich habe ja jetzt ein Premier League Team und ich habe ja auch ein Premier League Team eine ganze Weekend League gespielt und ich muss halt echt zugeben,
Es hat mir einfach viel weniger Spaß gemacht als ein Liga-A-Team oder ein Bundesliga-Team zu spielen, muss ich ehrlich sagen. Wir packen den erstmal in den Verein, wie alle anderen auch. Also wie gesagt, er wird erstmal als Wechselspieler auf die Bank jetzt gehen. Und ich kann euch auch direkt mal meinen neu gekauften Spieler kaufen, der hat auch, also eigentlich auch ziemlich geil, auch geile Werte, aber der kommt nicht mit bei Mané. Ach du Scheiße, ey. So, wer fliegt denn jetzt raus? Also, Ribéry ist geil. Den nehmen wir Müller raus. Da ist er auch nicht schlecht, aber Ribéry ist auf jeden Fall der bessere Wechselspieler. Hatte die Pay eigentlich 2 Sterne auf den schwachen Fuß? Da habe ich heute mal drüber nachgedacht. Ja, halt 2 Sterne, okay. Was hat denn der bisher gemacht? Nicht so viel, ne? 3 Scorerpunkte, 3 Vorlagen in 13 Spielen. Müssen wir vielleicht wieder 3 abziehen oder so. Ist ganz okay. Mal schauen, sein erstes Tor mal. Wen hatte ich da vorher? Wally, also Valbuena oder Ribéry? Okay. Weil halt echt mir den Gedanken spielt, ob Depay vielleicht doch nicht so richtig funktioniert. Wobei halt Di Maria als RM auch geil funktioniert hat, obwohl er auch nur 2 Sterne auf den rechten Schwachen hatte. Das ist ein bisschen komisch. Ja, Müller würde ich sagen, fliegt da jetzt raus. Boah, ach so, ja, Mané ist ja nicht tradable, deswegen ist er ganz hinten dran. Sadio Mané, ne, das ist sein eigentlicher Wert, 79. Ich habe ihn als 87er. Es ist, glaube ich, mindestens die dritte Inform, die ich da habe. Wenn nicht sogar die vierte. Oh, das ist so eine perverse Karte, ey. Ach du Scheiße. Also von den Werten her halt der krasseste Spieler, den ich jetzt habe, würde ich sogar sagen. Von den Werten her. Von den reinen Werten her ist der krasseste Spieler. Aber den als Stürmer, wie geil war das denn? Aber ich bin niemand, der gerne direkt am Anfang einen Wechsel vornimmt und dann halt so jemand als Stürmer einen Wechsel und einen Wechsel verschwendet. Ich glaube, ich werde ihn auch sogar erstmal mit dem Basic Chemistry Style lassen, weil was soll ich hier verbessern? Ich meine, das ist doch schon alles geil. Und so wird halt alles ein bisschen verbessert. Ja, das ist erstmal unser neuer Wechselspieler. Das ist krank. Das ist echt krank. Und wie gesagt, was hat er für Arbeitsraten? Hoch, mittel, auch gute Arbeitsraten. Also wenn er jetzt wirklich noch 4 oder 5 Sterne auf den schwachen Fuß hätte, oh mein Gott. Ja, jetzt muss ich erstmal Controller zur Seite legen und ein bisschen erzählen, ein bisschen schwadronieren. Nee, ein bisschen reflektieren. Also wie gesagt, Premier League hat mir, ich will nicht sagen, überhaupt nicht gefallen, aber es ging schon stark in die Richtung. Also klar habe ich auch genervt, dass ich immer gegen Premier League Teams gespielt habe, aber es hat mir auch einfach weniger Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich so sagen, wie es ist. Und ich kann mich halt, ich kenne zwar die meisten der Spieler aus der Premier League, weil das halt einfach alles sehr bekannte Spieler sind, klar, die meisten kennt man. Aber ich muss halt auch sagen, ich bin jetzt über die Saison hin halt mit der League A einfach groß geworden. Ich meine, ich habe ein massiv geiles League A-Team, fast nur Informs. Wir können ja mal in das League A-Team schauen. Da kann ich auch meinen neuen Spieler zeigen. Und zwar habe ich die Maria verkauft und mir dafür gekauft. Second Inform Tauvin, auch richtig geile Werte. Guckt's euch an. 85 Tempo, bekommt man mit Engine halt genug geboostet. Zur Not kann man ihn auch noch Katalyst geben. 88 Dribbling, 85 Schuss, 87 Pass und 75 Physis. Und die Ingame-Werte von ihm sind halt traumhaft. Auch Linksfuß, aber die Maria hatte nur 2 Sterne auf den schwachen Rechten. Ja, immerhin 3, also soll ein Upgrade sein. Ich habe nur, vor allem, es ist ein Second Inform. League A ist so verdammt billig. Das ist eigentlich auch noch ein Punkt, warum ich League A so mag, weil die so preiswert ist. Premier League ist halt schweineteuer. Wenn der Typ in der Premier League spielen würde, würde er viel mehr kosten. Ich habe ihn für 45.000 gekauft und ich habe ihn zu teuer gekauft. Ich habe 10.000 zu viel ausgegeben. Den bekommt man mittlerweile locker für 30.000 bis 35.000. Also, muss ich mal überlegen. Second In vom 86er. 45.000 und Di Maria 87er nicht. Und vom habe ich auch für 45.000 verkauft. Also 1 zu 1. Ja, das ist mein neuer Spieler und ich bin halt einfach sehr zufrieden mit der Liga A und guckt euch an, es fehlen nur 2 Positionen, wo ich keine Inform habe, der Rechtsverteidiger und der Stürmer. Und falls ich doch wieder auf Second Inform Falcao wechsle, dann ist es nur noch der Rechtsverteidiger, wo ich keine Inform habe. Das ist halt einfach, ich bin mit diesem Team groß geworden, ich habe viel probiert, ich habe viel getestet, mir sind die Spieler teilweise sehr ans Herz gewachsen. Und jetzt halt alles wieder umstellen, um Premier League zu spielen, eine Mannschaft oder eine Liga, die mir viel weniger Spaß macht, wo ich erst wieder massiv testen müsste. Und auf die ich so generell nicht richtig Bock habe, weil die halt von so vielen gespielt wird. Mittlerweile ja noch viel, viel mehr als früher. Früher gab es wenigstens auch noch häufig BBVA. Da war das sogar mal eine Zeit lang ziemlich ausgeglichen, dass die spanische und die englische Liga gespielt wurde. Dann wurde halt auch noch teilweise mehr Serie A gespielt.
was jetzt mittlerweile Calcio A heißt. Und vielleicht sogar einen Tick mehr Bundesliga gespielt, aber mittlerweile da wirklich fast nur noch Premier League gespielt. Deswegen habe ich keinen Bock auf ein Premier League Team, nur weil ich da halt Mané als RM spielen kann, wenn ich ganz ehrlich bin. Vielleicht merke ich aber auch, da geht so Rotze ab, wenn ich ihn einwechsel, den musst du einfach in dem Team festspielen. Das kann auch passieren. Aber ansonsten würde ich jetzt, ich weiß, ich habe gesagt, wenn ich einen richtig krassen Spieler finde, dann baue ich mein Team darum. Und wenn es ein Serie A-Spieler gewesen wäre oder also Calcio A oder ein La Liga Santander, also spanische oder italienische Liga gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich auch eher gemacht, also hätte ich mich eher dazu durchringen können, weil ich ja nicht so das Problem habe mit den Ligen. Erstens habe ich zum Beispiel die italienische Liga selbst letztes Jahr gespielt. Das Einzige, was eben nur ein bisschen dagegen spricht gegen die spanische oder italienische Liga, ist halt wirklich die Tatsache, dass ich mich dann erst wieder reinfinden muss und nicht mich so verbunden fühlen mit den Spielern wie jetzt bei der Liga. Das wäre das Einzige. Aber da würde ich es halt eher nehmen, weil nicht jeder die Serie A und die spanische Liga spielt. Ich glaube, ich hätte sogar ein bisschen mehr Bock auf die italienische Liga als auf die spanische Liga. Aber beide Ligen, da es eher halt auch so Außenseiterligen sind, da die halt nicht mehr so oft gespielt werden, hätte ich halt Interesse dran. Und da hätte ich mich wahrscheinlich eher dazu durchringen können, weil das Ding ist halt auch, ich muss dann logischerweise also Bundesliga ist gesetzt, logisch. Ich müsste dann meine Liga A entweder verkaufen oder ich müsste das Geld, was ich jetzt habe, nutzen, um ein neues Team aufzubauen. Das ist aber, glaube ich, Schwachsinn, weil dann so viel totes Kapital rumliegt, weil ich spiele nicht mit drei Teams, ich spiele einfach mit zwei Teams. Ich wechsle halt. Und da würde dann halt einfach so viel totes Kapital darum liegen, wenn ich die Liga A nicht mehr zockt, dass ich mir halt einfach sage, okay, ich verkaufe dann alle Liga A-Spieler und gehe in die Premier League, also jetzt zum Beispiel, oder gehe halt in die italienische Liga oder gehe in die spanische Liga. Und das ist halt nochmal so eine Hemmschwelle, wo ich sage, ich habe eigentlich keinen Bock nochmal. Ich habe nicht darauf geachtet, aber ja, okay. Nochmal so eine Hemmschwelle, wo ich sage, ich habe eigentlich keinen Bock, meine ganzen Spieler zu verkaufen und mir neue zu kaufen und halt wieder zu probieren, zu gucken, welche passen zu mir, welche fühlt sich geil an. Und was man auch nicht vergessen darf, klar, dieser Mané ist ultra viel wert. Ne? Also, wir hätten ja mal spaßeshalber gucken können, was der wert ist, aber der ist ultra viel wert, mehrere hunderttausend. Ich würde mal sagen, über 1,5 Million bestimmt. Aber ich habe halt auch diesen Rouvier, diesen Torhüter, den Foot Champions Torhüter in der Ligue A. Also ich will da erstmal, wenn man es ganz pragmatisch betrachtet, würde ich eine Foot Champions Karte, oh, getunnelt, krass. Würde ich eine Foot Champions Karte gegen eine andere tauschen. Klar, Rouvier ist halt nicht mal ansatzweise so viel wert wie der Mané, aber trotzdem ist es halt auch ein sehr guter Torhüter, logischerweise. Naja, und ich glaube, also, ich will mich jetzt noch nicht 100% festlegen, aber mein. Oh, auf den soll das nicht gehen. Ich wollte eigentlich auf Tauwin den Pass spielen. Also, mein Gefühl momentan geht dahin, dass ich es nicht machen werde. Und dass ich es wohl erst machen werde, wenn ich eine zweite wirklich krasse Karte für die Premier League bekommen sollte. Wo ich dann sage, okay, jetzt hast du halt zwei krasse Foot Champions Karten. Für die Premier League, jetzt lohnt es sich halt so massiv, jetzt musst du es einfach machen. Ich hätte halt echt nicht gedacht, dass ich so eine krasse Karte bekomme. Also es ist halt wirklich eine mega krasse Karte. Ich glaube, ja, wenn ich mit Premier League ein bisschen auskenne, der weiß einfach, wie krass Mané ist und wie beliebt der Verein ist und wie teuer, und deswegen sieht man ihn auch nicht so oft. So, jetzt konzentrieren wir uns mal ein bisschen aufs Spiel. Na, Draxler, oh, der muss nur. Der ist nicht mehr alleine gelaufen. Ich musste ihn erst anfangen zu steuern, damit er halt. Ah, ein bisschen Glück. Das ist eigentlich ein Foul. Damit er erstmal anfängt, den Ball entgegenzulaufen. Wenn er direkt selber losgelaufen wäre,
dann hätten wir definitiv die Karte, die Karte, sage ich schon, den Ball bekommen. Aber jetzt konzentrieren wir uns mal ein bisschen. Er hat halt nur 86 Sprintgeschwindigkeit, aber schade. Aber ich glaube, also 96 Antritt oder so, deswegen hoffe ich mal, dass es nicht so schlimm ist. Ich wollte ihm halt unbedingt Engine geben, um auch Dribbling noch zu verbessern und nicht nur Pace und Pass bei Catalyst. Aber wenn ich merke, er ist zu langsam, kann ich immer noch ihm Catalyst irgendwann geben. Aber ich wollte erstmal Engine probieren. Oh, was? Wir stehen viel besser positioniert und er kommt da mit einem Volley-Pass quasi rein. Das war jetzt auch richtig schwachsinnig. Oh, Lacazette eigentlich nicht so schnell. Ah, das war gar nicht so schlecht. Hab auch passend gedrückt, aber er bekommt die Ballkontrolle nicht. Sehr schön von Verratti. Läuft auf jeden Fall auch gern viel rum mit seinen Spielern und auch eher aktiv auf den Ballführer mit drauf. Aber macht es auch ein bisschen gemixt, würde ich sagen. Bisher auch eher schwer durchzukommen. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Schade. Da hat sich aber Lacazette dann leider auch wieder nach innen verzogen, statt halt über außen weiter durchzugehen. Ja, hat er Glück. Mal den Ball eigentlich schon ärgerlich. Sehr schön von Verratti, aber er hat auf jeden Fall Probleme mit unserem Mittelfeld, ist auch gut. Boah, geiler Pass. Oh, mit seinem starken rechten Mann. Da sollte man. Hat eigentlich einen guten Distanzschuss, guten Abschluss, die Pay, aber bisher hat er noch kein geiles Tor gemacht. Klar hätte man straffer aufziehen können, dass er höher geht. Das war halt nicht hoch genug, aber. Ach so, steht irgendwo ein geiler Kopfballfreak. Ich glaube, es ist Aurier. Aurier macht ja auch gerne mal ein Kopfballtor. Oder halt Draxler. Wieso kommt denn Draxler mit dem Kopfball? Ah, dieser war halt leider so einer, der einfach nur zum Torhüter geht. Sehr gut von Tauwin. Also abgesehen von der, von dem. Oh, okay, da geht noch kein einziges Mal geschossen. Ja, aber schon. Das ist interessant. Beim Gegner war es, glaube ich, immer so die letzte Situation, die gefehlt hat. Aber ich glaube, er ist gefährlicher als das vielleicht. Boah, jetzt ist aber Akron. Als das vielleicht die Stats zeigen, Tauwin eigentlich in den Lauf geschickt. Bisher ist es Tauwin noch nicht wirklich krass aufgefallen, aber ich habe noch nicht so auf ihn geachtet oder viel mit ihm gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe auf Passen gedrückt, aber irgendwie kommt der Gegner halt an mich ran und sorgt dann dafür, dass ich die Ballkontrolle verliere. Sehr gut von Tolisso. Ich sage, er hat Probleme mit seinem Mittelfeld, bleibt meist oder oft an Tolisso oder Verratti hängen.
Meine, du sollst ja auch sein, dafür sind sie ja auch meine Sechser. Das macht der Gegner schlecht, glücklicherweise. Glaubt er ja gut gekommen, der Schuss. So. Hier ist Draxler, da ist Lacazette, also brauche ich diesmal nicht in die Mitte flanken. Wer ist denn das? Ist das etwa Depay, der da steht? Ach, da fällt mir gerade ein, ich habe gar nicht geguckt, ob Taubin vielleicht die Ecken schlagen sollte oder so. Da muss ich mal nach dem Spiel dran denken und die Spielerrollen neu einteilen. Und dann können wir auch bald mal Mané einwechseln, fällt mir gerade ein. Oh Gott, Mané. Krass, ziehe ich den echt? Das gibt's gar nicht. Verdammt! Hätte ich vielleicht nochmal passen müssen. Das war riskant und auch nicht ganz so geplant. Fuck, ich wollte zu dem zurückspielen, der von dem der Pass kam. Schön gemacht, schön den Ball mitgenommen von Draxler. Ah, kommt eigentlich gar nicht mehr durch. Das ist schon mal gut. Wenig über Depay gemacht, über Memphis. Ah, schwach gedribbelt. Oh, Mist! Den Ball dazu verlieren ist natürlich richtig dumm. Oh, ich hab's geahnt, das ist abbricht. Ich weiß nicht wieso, aber ich hab's geahnt. Was ist denn das wieder für eine Aufnahme, ey? Wir waren da bessere Spieler. Gegner hat kein einziges Mal geschossen. Auch in der zweiten Hälfte nicht. Aber leider hatten wir noch nicht geführt. Sonst hätten wir jetzt den Sieg gut geschrieben bekommen. Was mache ich denn jetzt? Ich mache einfach. Ich bin halt am Überlegen, ob ich jetzt aufhöre und dann nochmal zwei Spiele aufnehme. Oder ob ich jetzt noch ein Spiel aufnehmen und dann aber keine weitere Aufnahme machen. Eigentlich bin ich schon ein bisschen müde. Ich glaube, mehr als ein Spiel bekomme ich eh nicht mehr hin. Ne, ich mache einfach eine extra lange Aufnahme und ja. Hör dann auf für heute. Das bedeutet natürlich auch, dass die nächste Aufnahme dann wieder Weekend League bedeutet. Aber egal. Machen wir eben extra lang. Ja, Lacazette, die Tendenz, also mein Gefühl sagt mir, es wird wohl eher wieder Second In vom Falcao werden. 12 Spiele, 5 Scorerpunkte, wobei wir müssen ja wahrscheinlich auch mindestens 3 abziehen. Draxler, den vertraue ich, der bleibt wahrscheinlich noch längere Zeit. Ich hoffe mal, dass er bald eine neue Info bekommt. Und jetzt gucken wir mal, ob wir mit Tauvin irgendwas machen müssen. Kurzer Freistoß, die Pay. Langer Draxler. Nehmen wir einfach auch Verratti. Elfmeter Lacazette, das sollte passen. Kapitän Amorovier. Okay, dann macht, wie es aussieht, Tauvin nichts. Schade. Ich dachte, er hat vielleicht so ein kleines, hübsches Füßlein wie, so ein feines Füßlein wie, die Maria, der uns ja vorher die Ecken geschlagen hat.
Tauwin, also ich muss sagen, spektakulär unauffällig in der ersten, in der, im ersten Spiel. Aber ich muss zugeben, Di Maria hat auch so seine Zeit gebraucht, bevor er reingefunden hat. Und Depay hat auch noch nicht zu 100% reingefunden, muss ich zugeben. Was mir halt vor allem bei Depay fehlt, ist einfach, dass er mit seinem eigentlich krassen, geilen rechten Fuß auch mal die Dinger macht. Er spielt ja eigentlich auf einer guten Position für den rechten Abschluss. Und hat auch gute Werte, was das angeht. Und er hat nur 2 Sterne auf den schwachen Linken. Und meine Vermutung ist ja, dass ein Spieler, der nur 2 Sterne hat, oder ja, der nur 2 Sterne hat auf den schwachen Fuß, mit dem starken umso krasser abgeht. Okay, das ist auch ein umso krasseres Team hier. Hat auch die Pay drinne, aber nur ein 81er Torhüter. Interessant. Ein 81er in vom Torhüter. Ja, konzentrieren. Ich würde gerne jetzt das Spiel gewinnen, nachdem wir im letzten eigentlich ganz gut gespielt haben, vor allem überhaupt nichts zugelassen haben. Mist. Ich wollte eigentlich, dass der Gegner jetzt direkt auf mich zurennt und ich ihn dann quasi so austricksen kann, aber es hat leider nicht geklappt. Also er ist darauf reingefallen, aber das hat nur dazu geführt, dass. Schade. Hat nur dazu geführt, dass wir den Ball ins Ausgespielt haben. Fekir, das ist bestimmt ein krasser Stürmer. Ich habe ihn, glaube ich, noch nicht. Also, ich habe noch nicht gespielt als Stürmer, aber ich habe ihn, glaube ich, auch noch nicht als Gegner gehabt. Zumindest nicht als Stürmer, nur als RM oder Variation davon. Schade. Ich habe ihn nicht getraut, ihn straf zu spielen. Ich habe gedacht, da verkacke ich ihn wieder. Schade. Wollte eigentlich zum Torhüter passen. Interessant, wo er dahin passt. Ja, geht schön aggro drauf. Gefällt mir. Scheint generell ein ziemlicher Aggro-Boy zu sein. Also, zumindest sieht das bisher so aus. Schade. Naja. Ich sag ja, ein ziemlicher Akroboy. Aber damit kann ich leben. Sehr schön. Gut gemacht von Solise. Und wir haben Sanchez besiegt. Nice. Lieblingsspieler von vielen. Gott, zum Glück hat er noch keine Inform. Geil mitgenommen, den Ball von Lacazette. Schade. Dann hat es leider nicht mehr funktioniert. Da war halt alles so zugestopft. Ich musste halt irgendwie versuchen, nochmal in die Mitte zu kommen. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen bei dem Gegner, der ist gefährlich. Vor allem, wenn er es schaffen sollte. Was war das denn? Wenn er es schaffen sollte, seine Aggro-Spielweise durchzusetzen, also den Ball halt bekommt in Situationen, wo er ihn nicht bekommen darf. Und wir dürfen nicht von dieser Spielweise zu stark beeinflussen lassen, also trotzdem unser ruhiges Spiel versuchen durchzuziehen. Er wird halt irgendwann einen Stellungsfehler drin haben. Zu Straf, schade. Sehr schön. Hallo? Böses Foul. So. Taubi macht natürlich wieder die Flanke statt Verratti, keine Ahnung wieso. Aber egal, ich mache sie trotzdem einfach mit. Oder nee. Wenn ich Bock habe, nehme ich mir die Zeit und wechsle das dann. Gott, die kommt richtig schnell.
Ja, so schlecht kamen sie gar nicht. Aber Memphis macht halt den Kopfball nicht so gut. Aber eigentlich kam die nicht dahin, wo ich wollte. Ich habe eine Schussdeutung gemacht, der macht gar nichts. Was denn los? Oh, kein Foul. Fuck. Wie kann er denn am Ballbesitz bleiben? Nein, ach Traxler, ist das aber auch genau im falschen Moment hat er sich wieder hinter den Gegner fallen lassen. So blöd. Das hat Memphis geil gemacht. Glück gehabt. Ja, ich habe leider schon auf Passen gedrückt. So krass am Pressen. Sehr geil. Nochmal weiterleiten den Ball, direkt schießen wir richtig dumm in der Position. Der war bitte abgefälscht. Was hat denn der Ball für eine Kurve gehabt? Das war doch auf jeden Fall ein abgefälschter Lackerball, oder? Der war doch unnatürlich. Das war doch physikalisch unmöglich. Ja, er schießt über meinen Fuß. Fuck! Der nimmt meine Fußspitze quasi, um ihn so pervers anzudrehen. Was für ein Lacker, ey. Egal. Wie gesagt, wenn er weiter so aggro spielt, dann gewinnen wir trotzdem, weil er einfach irgendwann Stellungsfehler hat. Krass, richtig krass. Was für ein. Ich meine, es sah geil aus, das Tor, aber oh, das ist genau wie das so abgefälscht werden muss. Das waren wir noch zuletzt rein. Oh, das ist bitter. Oh, Mann, diese wichtigen Pässe dann auch noch. Freunde, reißt euch doch mal zusammen, der spielt doch nur echt nicht gut. Viel zu aggro. Oh, kein Elfmeter, aber eigentlich schön durchgespielt. Schade. Oh, du.
Warum rennst du ins Abseits? Warum? Sinnlos. Oh, schieß doch. Boah, ja, auf die, nicht auf Memphis, klar. Ich habe auch gerade Memphis nicht in den Lauf geschickt, deswegen warte ich die ganze Zeit und renne dann beschissen ins Aus. Die Pay und Tauvin haben echt keine Power mehr. So, mein Neber, was? Rechtsfuß, ne? Ja. Oh Mann, nee, direkt mit einem richtig geilen Schuss. Krass. Also vielleicht geht ja Mané doch so sehr ab. Also, es war gerade richtig geil. Vielleicht geht Mané ja wirklich so sehr ab, dass ich doch sagen muss, fuck you, ich muss mir ein Team mit ihm bauen. Er ist so aggro, der Typ. Fuck. Hat aber halt auch teilweise einfach Glück, dass seine Aggression halt nicht ins Leere läuft. Das sind halt einfach so Entscheidungen, so Millimeterentscheidungen. So spielen wir Fußball, mein Freund. Eieieiei, meine Hand brennt. Bam. Was geht? Und wieder mal Reparie, wer sonst? Mané hätte auch einen machen können. Er hätte mal nicht an die Latte schießen dürfen. Vorlage Lacazette, glaube ich. Schön durchkombiniert. Traumhaftes Tor. Nicht abgefälscht, sondern einfach schön mit Innenpfosten und rein. Tunnels. Was ist los? Wieso kommt denn der gefährlich? Boah, aus der Entfernung, aus dem Winkel, ohne aufs Tor zu gucken, bitter. Schade. Oh nein, das ist ja richtig dumm. Richtig dumm. Nicht weiterzulaufen. Wenn man auch über Rot nachdenken. Macht einfach nichts. Okay. Na, Glück, dass es hier keine Elfmeter gibt, mein Freund. Da hat einer den Ball gespielt. So, wer steht denn da in der Mitte? Ich glaube, dann ist die da hinten. Ich glaube, ich mache mal kurze. Oh, schade. Oh nein. Was macht ihr denn?
du Scheiße! Was für ein Traumtor von Mané! Ich dachte jetzt, ohne Scheiß, ich hab den gehabt, also ich hab den Laufpass mit Mané gespielt und dachte so, wenn es jetzt klappt, ey, du ziehst einfach jetzt durch mit Mané, versuchst in die Mitte zu ziehen und dann schießt du einfach drauf. Und ich hab's gemacht. Ich bin wieder zurückgezogen in die Mitte, er hat einfach alles stehen lassen, schießt, will ins lange Eck schießen und da knallt ihn einfach unhaltbar ins kurze rein. Ach du Gott, Mané dreht das Spiel, die einwechselnden Spieler drehen das Spiel für uns. Ach du Scheiße, wenn sich Mané weiter so spielen lässt. Ich meine, was ich natürlich auch machen könnte, ist, dass ich halt theoretischerweise Mané immer zur Halbzeit einwechsle. Für, ja gut, in der Bundesliga habe ich Dembele und Reus, da will ich es eigentlich auch nicht immer direkt machen, weil die sind ja beide sehr gute Spieler. Und in der, ja, Ligue A habe ich jetzt Depay, wobei Depay geht halt nicht so ab. Ich glaube, ich könnte da Depay nehmen, aber Tauvin ging jetzt auch nicht so krass ab. Aber der bekommt noch ein bisschen Chance, aber ach du Scheiße, krass. Krass. Oh, also wenn sich Mané weiter so spielt, wie er sich jetzt angefühlt hat, dann ist er besser als Reus, als Dembele, als Depay und Tauvin sowieso. Ich denke, Dembele und Reus waren bisher die besten LMs und RMs, die ich gespielt habe. Und ach du Gott, wenn Mané so abgeht. Also, er hat diesen krassen Distanzschuss ans Alu gehabt. Er hatte jetzt einen mega krassen Distanztreffer. Er fühlt sich richtig geil an in diesen paar Sekunden, die ich nur spielen durfte. Aber es ist wieder nicht drin, weil er abgebrochen hat. Schade. Aber wie er direkt angepisst war, lustig. Haben wir echt noch gewonnen, wie unsere Einwechselspieler einfach mal uns gerettet haben. Komm, wir gucken jetzt mal nach, was der Mané kostet. Das würde mich doch mal interessieren. Kann man eigentlich auch Preisvergleich machen über die Karte oder geht das nicht, weil das eine Foot Champions Karte ist? Ach du Gott! Wie der abgeht, wie der abgeht! Ach so, ja, Preisvergleich. Boah, Gott, der fasziniert mich. Nee, geht nicht. Ja, dann schauen wir mal nach, was er kostet. Per Hand quasi. Gott! Oh Gott! Oh Gott! Komme überhaupt nicht drauf klar. So, wir haben einen 87er. Es gibt einen 84er. Es gibt einen 87er Untradable. Und es gibt einen normalen 87er. Und es gibt einen 86er Man of the Match. Und der 87er 499. Also once. Too much, lassen wir mal außen weg. Das wird halt wahrscheinlich mehr sein. 389, okay, er kostet doch keine 500.000. Krass, ich hätte halt echt gedacht, dass der seine 500.000 wert ist, aber da ist nicht mal 400.000 wert. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Hätte ich eher gedacht, dass der, wie gesagt, seine 500.000 wert ist. Hm. 399, ja, also er ist so knapp 400.000 wert, wie es aussieht. 385, also 380.000. So um die 380.000 ist natürlich trotzdem krass, ne? Foot Champions 380.000, let it rain. Boah, aber er fühlt sich halt auch mega Sahne an. Ich muss unbedingt mal gucken, wie seine Ingame-Werte aussehen. Ach du Gott. Ah. Ah. Krass, wenn er sich weiter so spielt, dann ja, müsste ich mir halt echt eigentlich ein Premier League Team bauen. Das ist natürlich absolut hardcore. Aber die Schüsse, ich meine, der zweite Schuss, dass da überhaupt reinging, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich weiß gar nicht, wie viel die Minute war das. Auf jeden Fall kurz vor Ende, weil ich glaube ich, als der Ball nochmal bei mir beim Torhüter war, da war glaube ich die 80. Minute und dann ging der Ball nochmal hin und her. Ja, ich glaube, es müsste schon kurz vor knapp gewesen sein. Sehr geil. Also knapp 400.000 wert. Hat sich in dem ersten Spiel, als ich eingewechselt habe, einfach mal gespielt. Richtig Bombe. Unglaublich. 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 Naja, in diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Paxis. Bis zum nächsten Mal. Und wir sehen dann mal, nee, wahrscheinlich im nächsten Spiel wieder, weil ich dann im nächsten Spiel Weekend League Spiel.
Boah, krass, ich komme gar nicht drauf klar. Aber ich werde, denke ich, auf jeden Fall nicht in der Weekend League anfangen, auf eine Premier League Mannschaft umzusteigen. Klar, ich habe das Grundgerüst. Ich habe ja schon ein Team, wo ich dann halt einfach austauschen könnte, bessere Spielereien und so weiter. Aber wenn ich halt wirklich sagen würde, ich gehe jetzt auf Premier League, dann muss ich halt auch meine Liga-A-Spieler etc. verkaufen. Und so weit bin ich noch nicht. Also erstmal müssen wir noch ein bisschen testen. Er müsste wirklich schon sehr krass abgehen, damit ich das mache. Ansonsten ist es ja auch nicht schlimm, einen sehr, sehr guten Wechselspieler zu haben. Boah, ist das. Oh mein Gott, ich komm nicht drauf klar. Bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben, euer Paxis.